Im November 2011, nach dem Bekanntwerden der NSU-Mordserie, hat sich das Bündnis gegen Rassismus gegründet, um Trauer und Wut in Widerstand zu wandeln. Jetzt hört ihr einen Redebeitrag vom Bündnis gegen Rassismus. Heute um 10 Uhr beginnt der Gerichtsprozess gegen fünf Mittäter in der NSU-Mordserie. Bereits seit Wochen stellen die Medien diesen Prozess immer mehr in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung und suggerieren uns, dass damit alle offenen Fragen hinsichtlich der NSU-Morde beantwortet werden können. Doch für das Bündnis gegen Rassismus steht fest, das Kapitel NSU ist damit noch lange nicht abgeschlossen, denn das Problem heißt Rassismus. Dieser Prozess stellt lediglich einen Scheinprozess dar, denn offene Fragen bestehen nicht nur im Zusammenhang mit bekennenden Rassisten, auch die politisch verantwortlichen und staatlichen Institutionen sind den Angehörigen der Opfer unzählige Antworten schuldig und dürfen sich durch den Gerichtsprozess nicht aus ihrer Verantwortung ziehen. Erst nach mehr als einem Jahrzehnt nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde konnten politisch Verantwortliche nicht mehr leugnen, dass hinter den Bombenanschlägen und der Ermordung von 9 Menschen eine rassistische Motivation steht. Unterstützt und ermöglicht wurden jene Taten durch das Wegschauen, die Verschleierung und die falsche Spurensetzung von den sogenannten Sicherheitsbehörden, politisch Verantwortlichen, Medien, aber auch von der Zivilgesellschaft. Die Gefahr von rechts wurde kontinuierlich verharmlost und Neonazis strukturell und finanziert von staatlichen Institutionen unterstützt. Darüber hinaus wurden den Mordopfern und ihren Angehörigen eine kriminelle Mafiastruktur unterstellt. Wir fragen uns immer noch, wie so etwas über lange Zeit andauern konnte. Unsere Antwort ist, Rassismus ist eben kein Phänomen, das am rechten Rand der Gesellschaft vorkommt. Er ist in der gesamten Gesellschaft tief verankert. Vorherrschende rassistische Denkmuster innerhalb staatlicher Institutionen und der gesamten Gesellschaft haben nicht nur die rechtzeitige Aufklärung verhindert, sie haben diese Morde erst ermöglicht. Für das Bündnis gegen Rassismus steht fest, dass staatliche Organe eine Verantwortung, gar eine Schuld an den NSU-Morden und an der politischen Stimmung in Deutschland tragen. Die Verstrickung von Polizei und Verfassungsschutz sowie die Kriminalisierung und Stanierung der Opfer und ihrer Angehörigen verdeutlichen unleugbar den institutionellen Rassismus in Deutschland. Für uns steht fest, dass Rassismus tief in der gesamten Gesellschaft verankert ist und Struktur sowie Methode hat. Die staatlichen Institutionen verkennen dies, damit solche Morde sowie die Kriminalisierung und Schikane durch die staatliche Institution gegenüber rassifizierten Menschen endlich ein Ende nehmen, müssen wir selber kontinuierlich Druck machen. Gleichzeitig sind wir heute hier, weil wir denjenigen gedenken, die dem NSU zum Opfer fielen und die in den aktuellen Medienberichten viel oft vergessen werden. Wir gedenken den von NSU-Ermordeten Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat. Wir fordern außerdem kontinuierliche kritische Auseinandersetzung mit Rassismus sowie dessen konsequente Bekämpfung dort, wo er vorkommt, in der gesamten Gesellschaft. Abschaffung des Verfassungsschutzes, Abschaffung aller ausgrenzenden Gesetze, Partizipationsrechte gleichberechtigt und selbstbestimmt für alle in Deutschland Lebenden. Schluss mit der diffamierenden und kriminalisierenden Integrationsdebatte. Für eine gerechte, emanzipierte und solidarische Gesellschaft ohne Rassismus.